Also Fluoride, also nicht nur können die Befürworter nicht beweisen, dass das Zeug ungefährlich ist. Wir haben auch bestätigte Fakten über die Gefährlichkeit, die Toxizität von diesen Fluoriden. Und die Symptome von diesen Erkrankungen gleichen eigentlich unseren Zivilisationskrankheiten. Wir haben hier Allergien, Herz- und Kreislauferkrankungen, Arterienverkalkung, Bluthochdruck, Thrombosen, Schlaganfälle, Erkrankungen des Knochensystems, Leber- und Nierenschäden, rheumatische Erscheinungen, Missbildungen von Kindern. Und Fluoride sind so gut wie überall. Wir haben sie nicht nur in der Luft, wir haben sie nicht nur im Trinkwasser, vor allem in Staaten wie Amerika und Australien. Wir haben Fluoride nicht nur in unserem Essen, sondern es ist, wie gesagt, es ist wirklich fast ein universelles Gift, was um uns herum ist. Und die Industrie hat einen ziemlich cleveren Kunstgriff gemacht. Die haben einfach ihren Industriemüll, nämlich ihr Natriumfluorid, umdeklariert als ein zahnschützendes Wundermittel. Und haben dann ein paar Wissenschaftler bezahlt, die dann gesagt haben, wie toll ist es für unsere Zähne und dann muss es jetzt in die Zahnpasta. Und irgendwann hieß es dann, ja, warum schütten wir das Zeug nicht gleich ins Trinkwasser? Und das wurde in Amerika gemacht und auch in Neuseeland, in Holland, Großbritannien, Australien, Singapur, Paraguay, Mexiko und sogar noch in Deutschland. Nur in Deutschland beschränkte sich auf Kassel. Das heißt, 20 Jahre lang tranken die Menschen in Kassel fluoridiertes Wasser. Das heißt, es war, ich meine, natürlich können wir davon ausgehen, dass es nicht, dass die restlichen Trinkwasserversorgungen in Deutschland auch nicht jetzt frei sind. Und diese ganze Industrie, Zuckerindustrie, was ich Coca-Cola und die ganzen Pharmakonzerne, die also eben auch diese Zahnpastas herstellen und so weiter, die haben sich eben zusammengetan und haben dann ihren Einfluss ausgeweitet, um eben dann den Studenten der Medizin, der Zahntechnik und anderen Bereichen eben zu sagen, was sie jetzt glauben sollen über dieses Fluorid. Das heißt, es wird gar nicht mal in Frage gestellt an den Universitäten, die lernen das einfach und geben das dann so wieder. Ich meine, ich sehe es immer wieder, dass Zahnärzte den Kindern empfehlen, nach dem Zähneputzen dann eben die Zahnpasta auszuspucken, aber ihren Mund nicht mehr auszuspülen mit Wasser. Das heißt, die ohnehin schon viel zu große Menge an Fluorid wird dann noch mehr aufgenommen, weil die dann, wie gesagt, das dann eben durch den Speichel aufnehmen und runterschlucken. Die Mengen in der normalen Zahnpasta, die Menge ist schon so hoch, dass es eigentlich unglaublich gefährlich ist, wenn Kinder Kleinstmengen an Zahnpasta verschlucken. Das ist kein Witz. Die Kinderzahncremes haben, glaube ich, eine Menge von rund 500 Parts per Million. Normale Zahnpasta hat 1500. Und diese Wissenschaft, die da angeblich dahinter steckt, zur Zahnpflege, ist so löchrig. Erstens schützt Fluorid nicht wirklich vor Karies. Und wir haben sogar wissenschaftliche Fakten, die dann zeigen, dass Fluoride sogar Zahnprobleme auslösen. Also wir haben dann diese Zahnflecken, diese weißen Flecken, die sich dann mit der Zeit umfärben. Wir haben Knochenprobleme eben, wie wir schon erwähnt haben. Und anstatt dass eben diese Mächtigen, die unser Leben bestimmen, anstatt dass die uns sagen, nee, ernährt euch gesund und putzt eure Zähne mit natürlichen Dingen. Nee, stattdessen heißt es, ihr könnt eigentlich fressen, was ihr wollt, aber Hauptsache ihr putzt eure Zähne mit unserer Zahncreme und trinkt unser Fluoridwasser. Also nur um das nochmal zusammenzufassen, dieses Natriumfluorid, das ist die eigentlich häufigste verwendete Natriumfluorid ist als, und das ist Fakt, ist als Rattengift patentiert. Das ist schon mal das Erste. Und dann, was du sagst mit Knochenproblemen, Zahnproblemen und so weiter. Der Punkt ist, dieses Natriumfluorid ist lang nicht so eine feste Verbindung, wie es Calciumfluorid ist. Das heißt, das Natriumfluorid spaltet sich auf und es entnimmt eigentlich die Calcium, ja, Moleküle, wo es sie halt zu packen kriegt, ja, und bildet dann dieses Calciumfluorid, was sich dann im Übrigen im Körper ablagert, ja, und dadurch fehlt dann Calcium in den Knochen oder sonst irgendwo und dadurch entstehen dann diese Probleme. Und das wird uns verkauft als, ja, das
Fluoridmangel ist der Grund für Karies. Und warum ist da die Zuckerindustrie mit dabei? Na, man hat natürlich gesucht nach einem Grund. Also es ist wieder mal, es geht wieder nur um Business. Es geht nur um Business. Die Zuckerindustrie hat einen Grund gesucht. Warum gibt's Karies? Okay, wir wissen, reiner, kristalliner, raffinierter Zucker verursacht Karies. Wir brauchen noch irgendwas anderes, weil Karies ist nicht so gut. Ja, wenn die Leute das wissen, dann kaufen die vielleicht weniger Süßwaren, weniger Zucker. Ist nicht so gut. Also wir brauchen irgendwas anderes. Und man hat lange Jahre versucht zu sagen, ein Fluoridmangel löst Karies aus, das ist dann irgendwann als unhaltbar, hat sich das dann ja in Luft aufgelöst, aber es ist davon eben hängen geblieben, dass man, ja, das geht zurück. Ja, das geht zurück auf die 20er, 30er Jahre, dieselbe Ära, in der es Werbespots gab, wo dann Ärzte auftraten für Zigaretten und ihnen gesagt haben, Zigaretten sind wundervoll, die sind gut für deinen Hals, die klären deinen Hals und sind gut für die Verdauung. Wir, also ich, der Arzt so und so, wir empfehlen die Zigaretten der Marke XY. Aus derselben Zeit kommt diese Fluorid-Sache. Und ich meine, heute, also Leute wären geschockt, wenn es heute Zigaretten-Werbespots gäbe, wo dann Ärzte auftauchen und sagen, wie toll Zigaretten sind. Ich meine, das ist undenkbar, aber mit diesem Fluorid ist eben dieser Schwindel immer noch sehr, sehr lebendig. Ich meine, wir haben an den Schulen diese Fluorid-Tabletten, die verteilt werden. Weißt du, anstatt dass wir den Kindern irgendwelche Magnesium-Tabletten oder Eisentabletten oder Vitamintabletten geben, nee, wir geben den Kindern Fluorid-Tabletten. Und die geben auch Kleinstkindern, Säuglingen diese Fluorette, diese Tabletten und machen den Eltern dann Panik, oh, ihr müsst euren Kindern genügend Fluorid geben, das ist so wichtig, ja. Und ihr könnt davon ausgehen, dass die Kinder von den wirklich Reichen und Mächtigen garantiert keine Fluorid-Tabletten bekommen, ja. Also darauf könnt ihr wirklich dann Gift nehmen. Die Studien werden gefälscht, wonach dann Karies explodiert, wenn die Kinder kein Fluorid mehr zu sich nehmen. Also wirklich billigste Zähltricks, wo dann einmal zählen sie dann die Zähne ohne Füllungen und dann zählen sie wieder mit und dann können sie die Zahlen fälschen und dann sagen, ja, also die Karies ist explodiert, weil die Kinder ihr Fluor nicht mehr bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, die kriegen dann wirklich dann kanisterweise dieses Zeug. Ich habe ja mit dem einen Artikel dann dieses Bild von so einem Fluorkanister gehabt. Also wirklich dann diesen braunen Kanister mit diesem chemischen Totenkopf-Symbol drauf. Weißt du, das Ding sieht aus wie so eine Zyklon-B-Dose, ja, aber nee, es ist halt Fluorid und wir wissen ja, dass die Nazis in Konzentrationslagern eben experimentiert haben mit Fluorid im Trinkwasser. Weil sie gemerkt haben, hey, die Häftlinge werden passiver und schwächer und einfach lahmer. Das heißt, die finden sich mit dem Schicksal ab und das hat ja große Vorteile, deswegen schütten wir es ins Trinkwasser. Das ist kein Gerücht, das ist keine Verschwörungstheorie, wie es noch in Stanley Kubricks Film hieß, Dr. Strangelove. Das ist auch kein kommunistischer Plot gewesen. Das machen alle Eliten auf dem Planeten. Das ist, wie gesagt, eine der besten Methoden der Bevölkerungskontrolle. Und wir haben Fluoride als Hauptbestandteile von Psychopharmaka, von Sachen wie Rohypnol. Und natürlich hat es diese Wirkung. Es macht die Leute passiv, es macht die Leute dumm. Lethargisch. Ich meine, guckt euch mal an, die Vereinigten Staaten von Amerika sind heute ein Synonym für dumme, fette Bürger, die einfach kaum noch zu irgendwas in der Lage sind. Ich meine, das war vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren genau andersrum. Die Amerikaner waren das Symbol für souveräne Bürger, die wirklich am Ende der Welt gelebt haben, weißt du, the Frontier, die Grenze, das unentdeckte Land und die wirklich dann aus dem Nichts halt eben dann diese Zivilisation erschaffen hatten. Also die waren wirklich so leistungsfähig und belesen und die hatten, wie gesagt, die beste Bildung lange Zeit. Und heute, wie gesagt, Amerika, das eigentlich mächtigste Land der Welt, in internationalen Tests, die Kinder sind dumm wie Brot. Ich meine, es gibt Studien, die werden jedes Jahr auf neue geführt, wo dann rauskommt, dass sogar College-Abgänger Probleme haben im Lesen. College-Abgänger! Also nicht nur Highschool-Leute, die einen Highschool-Abschluss haben, die dann eigentlich kaum wirklich gutes Leseverständnis haben. Nein, auch College-Leute. Weißt du, dann werden Umfragen geführt, ja, wie viele Kontinente gibt's auf der Welt und lesen Sie diesen Abschnitt und sagen Sie mir kurz danach, was es bedeutet und weißt du, ganz banale Sachen oder finden Sie die Vereinigten Staaten auf dem Globus? Ich meine, das muss jeder können, ja, oder finden Sie Ihr Land jeweils auf dem Globus? Und viele Leute können das gar nicht mehr. Weißt du, so weit sind wir schon. Und Schulkinder in den höheren Klassen, die wissen nicht, wer Adolf Hitler war oder die wissen nicht mal ungefähr, in welchem Teil welches Jahrhunderts der Zweite Weltkrieg war.
Die wissen nicht mehr, wo ihr eigener Bürgerkrieg stattgefunden hat. Also, es ist unglaublich. Und es ist nicht nur kulturell, also es ist nicht nur quasi die Medienkultur und das Ganze und das Fernsehen, was ja eigentlich auch eine neurochemische Wirkung hat. Also es ist nicht nur, dass du quasi einfach bloß aufhörst zu denken, wenn du viel Fernsehen guckst. Nein, das Geflimmere und einfach auch die Überladung mit Reizen hat auch eine biochemische Wirkung. Also es ist nachgewiesen. Das könnt ihr auch teilweise auch in Unis dann, wenn ihr die jeweiligen Kurse besucht, könnt ihr das auch mal nachlesen, dass einfach Fernsehen eine hypnotische Wirkung hat. Dein Gehirn sinkt ab in einen anderen Zustand, also die Alpha-Wellen, die Beta-Wellen und so weiter und so weiter. Also der Zustand ähnelt eher dem Schlaf als dem Wachsein. Seht ihr, wie das läuft? Also es ist thank you.